gemeinsam gegen Corona. Bitte halten Sie auf Bahnsteig und im Zug möglichst den Mindestabstand ein. Bedenken Sie Mund und Nase mit einer FFP2. So, Freunde, hier bin ich in Schichauer Weg. Am südlichen Brückenwiderlager, wo die Stützwand weitergebaut wird. Wir sehen, das erste Panel ist im Bau und auch gesetzt. Das Bodenfundament ist fertig und wie ihr sehen könnt, bis da vorne wird dann die Stützwand gehen können. So, und dann hier nochmal ein Blick auf die Fernbahnbrücke. So, und am nördlichen Brückenwiderlager werden hier neue Fundamente gebaut. Wofür die sind, kann ich euch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass hier auch noch ein Brückenwiderlager für was auch immer gebaut wird. So, Mahlzeit, Freunde. Wir haben den 8.9. Ich befinde mich hier an der Brandbrücke Marienfelder Allee. Ja, wie ihr seht, der Bagger ist dabei und macht den Beton ein bisschen zu Kleinholz und sortiert weg. Ich zeige euch das gleich mal von unten, weil von oben hier kann man so richtig nichts mehr sehen. Bis gleich. So, hier bin ich jetzt auf der anderen Seite von unter der Brücke. Wie ihr seht, so sieht es jetzt aus. Entschuldigt mein Zittern, aber ich stehe hier am Bauzaun ohne Stativ. Also hier hat sich einiges getan. So, das ist jetzt von der anderen Seite. So sieht jetzt das Widerlagerbauwerk aus, also man legt da jetzt die nächste Etage frei, um die dann abzuknabbern. Und je tiefer man kommt, umso mehr muss natürlich auch ausgesteift werden, dass die Spundwände nicht nach innen hineinragen in die Baustelle. Also das geht jetzt nur Stufe für Stufe. Also das dauert hier jetzt noch ein bisschen, also die sind aber jetzt hier auch dabei und gleichzeitig wird dann immer schön vermessen, dass das ja alles richtig schön gerade, richtig und wunderbar ist. Also wie ihr seht, hier tut sich jetzt endlich auch mal wieder was. Oben auf der Brücke, da wo der Kran steht, da ist man schon dabei und sägt Schaltafeln zu. Baut da irgendwelche Schaltafeln auch zusammen. Also wie ihr sehen könnt, hier an der Brücke Großbärenstraße tut sich jetzt auch wieder was. So, und für diejenigen, die sich immer mal gefragt haben, was das hier für ein Gebäude ist. Nun, das kann ich euch sagen, das ist das ehemalige Empfangsgebäude der Königlich Preußischen Militäreisenbahn, die hier von Marienfelde bis Zossen runterlief, parallel zur Dresdner Bahn. Und das ist praktisch das letzte Bahnhofsgebäude von dieser Militäreisenbahn, was auf Berliner Gebiet noch steht. So, und die Königlich Preußische Militäreisenbahn, die hat unter anderem damals auch ihre Strecke elektrifiziert mit einer Dreifachoberleitung. Die der Erprobung des elektrischen Drehstromantriebes diente. Und auf dieser Militäreisenbahn wurde am 28.10.1903 damals ein Weltrekord erreicht
von Marienfelde nach Zossen. Die Geschwindigkeit, die da gefahren wurde, waren 210,2 Kilometer pro Stunde. Das war damals ein Weltrekord. Hier ist dann auch noch mal drauf zu sehen auf dem Denkmal, wann das war und warum der Grund ist. Aber wie ihr sehen könnt, das Denkmal ist natürlich auch von irgendwelchen Schmierfinken mal wieder verunstaltet worden, wie so oft. So, und gleich zeige ich euch noch mal ein bisschen was. Naja, für mich auch Denkmal eigentlich, aber ihr werdet es gleich sehen. So, und wenn man das hier sieht, das ist an der letzten Stütze Richtung Norden. Hier könnt ihr sehen, ja, wie hier eine 40 mm Kanone eingeschlagen hat. Das Geschoss kam irgendwie aus Richtung Süden, prallte auf dem Boden ab, stieg dann wieder an und schlug dann in solchem Winkel wieder nach oben hoch. Das stammt auf jeden Fall von einer Kanone, und wenn man sich mal überlegt, was das Ding für einen Keil geschlagen hat oder was das für eine Wucht war, kann man sich nur erahnen, wie damals die Kämpfe gewesen sind um den Bahnhof Marienfelde und um das Daimler-Benz-Werk. Wurde zwischen dem 23. und 25. April 1945 sehr, sehr heftig gekämpft. Also kann man erahnen, was hier damals in der Zeit hier los war. Noch sehr schön zu sehen ist hier diese Stelle. Wenn ich davor stehe, sieht man eigentlich nichts. Aber wenn ich jetzt mal rumgehe, dann seht ihr, wie hier der Träger verbogen wurde. Das sieht mir danach aus, dass das hier ein Fliegerbombenschaden ist, weil 1945, im Februar war das gewesen, da wurde ja das Stellwerk, was hier früher gegenüber gestanden hat, vollkommen zerstört. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier noch Fliegerbombenschaden ist, weil hier wurde das Metall vom T-Träger, Doppel-T-Träger, so um circa 5 cm nach hinten gedrückt. Also das ist hier auch noch erkennbar. So, und hier bin ich beim S-Bahn-Ausgangsbauwerk. So, und wenn man sehen kann, hier ist auch was eingeschlagen. Das ist, oder besser gesagt, das sieht für mich aus nach einem 12,7 cm Maschinenkanone, ein Einschlag. So, und wenn man mal genau hinguckt, da kann man das noch sehen. Da ist der Projektilboden noch erkennbar. Und das, was das hier rissen hat, das wird sicherlich ein panzerbrechendes Projektil gewesen sein. Also außen mit Kupfermantel und innen drin mit Stahlkern. Das hat sich hier so reingehauen, dass sich das regelmäßig, regelrecht, ja, verschweißt hat. Das kriegt man auch nicht mehr raus. Das habe ich mal versucht rauszupopeln. Unmöglich, so fest ist das. So, und hier könnt ihr auch noch jede Menge Einschläge sehen. Ja, da kann man davon ausgehen, dass hier ein Treppenabgang, eine Sandsackbarrikade war. Die Russen kamen von gegenüber, und da kann man dann richtig schön sehen, wie heftig hier die Kämpfe gewesen sein müssen. Hier um den Bahnhof und das Daimler-Benz-Werk. Und hier nochmal der Pfosten von der rechten Seite vom Abgangsbauwerk.
Ja, hier sind wieder 1, 2, 3 Einschläge. Da ist ein vierter. Fünfter hier. Überall Einschläge. Hier ist ein Durchschuss. Das wird auch ein 12,7 cm Geschoss gewesen sein. So, und hier unten dann ebenfalls so, und das Gebäude hier. Hier an der Stelle befand sich früher das alte Bahnhofsgebäude vom Bahnhof Mariedenfelde. Das wurde ebenfalls im Februar 1945 durch eine Brandbombe schwer beschädigt. Bei den Kämpfen um Berlin dann vollkommen zerstört. Und nach dem Krieg hat man dann praktisch diesen Flachbau aus den Trümmern wieder neu aufgebaut. Dass hier der Zug drauf gemalt ist, das ist eine Auftragsarbeit von der Deutschen Bahn gewesen. Finde, sieht sehr schön aus. Aber wie gesagt, hier haben auch schon einige dran rumgeschmiert. Die meinten, die müssten das zerstören. So, Freunde, Nabend. Es ist der 6.9.22. So, und wie einige schon in den Kommentaren gelesen hatten von den letzten Videos, die Vorbrücke zur Teltow-Kanalbrücke ist im Bau. Wie man sieht, auf der rechten Seite seht ihr diese vorgefertigten Holzgestelle, die man schon zuhauf gemacht hat. Der Brückenträger ist drauf und die Unterseite für die Bebohlung, also praktisch jetzt die Holzgerüste draufkommen, ist ebenfalls schon fertig. Ja, die eine Seite vom Brückenpfeiler hat man mittlerweile auch ausgepackt, die andere Seite noch nicht. Und ja, mal gucken, wie es hier demnächst weitergeht. So, und hier könnt ihr diese vorgefertigten Teile sehen, die auf die Brücke aufgestellt werden und die dann praktisch, ja, aus denen sich dann praktisch der Brückenträger formt. Die stehen hier in diesem Bereich zahlreich überall herum, so dass sie also praktisch mit dem Kran auch greifbar sind, um auf die Vorbrücke gehoben zu werden. So, jetzt geht's am Tanklager entlang. Mal gucken, was da so los ist. Bis gleich dann. So, hier nochmal die Vorbrücke aus einer anderen Perspektive. Im Hintergrund oben sieht man schon diese Formelemente aus Holz. Im Vordergrund auf der Seite fehlen sie noch. So, hier kommt wieder eine schöne S-Bahn über die Brücke gefahren. Und so sieht das andere Widerlager aus. Da hat sich also im Gegensatz zum letzten Mal wenig bis gar nichts getan. So, hier bin ich jetzt so auf halbem Weg zwischen Tanklager und dem Teltow-Kanal. Wie ihr sehen könnt, die Schallschutzwanne ist auch weiter fortgeschritten. Also ich denke, wenn ich das so metermäßig absehe, was fertig ist, beziehungsweise was im Bau ist, es dürften so, na, denke ich mal, rund 200 Meter jetzt schon sein von der Schallschutzwanne. Ja, also wie gesagt, auf der Seite blüht, wächst und gedeiht es auch. Und dann schauen wir mal weiter. So, hier kann man das sehr schön sehen. Die Bodenplatte ist unten zu erkennen. Also das ist wie gesagt nur das Basement. Darauf kommt dann die Bodenplatte, was man auch an den Moniereisen dort sehen kann, weil das untere Drittel ist so ein bisschen mehr Moniereisen wie oben. So, und oben rechts und links, das ist dann die Seitenwand. Das Ganze wird in einem Stück gebaut, betoniert, Entschuldigung.
Und ja, geht eigentlich relativ schnell. Hier bauen sie erst den Stahlkäfig und machen dann die Verschalung rum. Hinten an der Attila-Straße haben sie erst die Verschalung gebaut und dann den Käfig gebaut. Aber nun denn, die werden schon ihre Gründe dafür haben. So, Ausbau Dresdner Bahn, Kamenzer Damm, Blick Richtung Süden. Ja, man hat mit der Drainage, wie ihr sehen könnt, weitergemacht auf der rechten Seite. Auf der linken Seite legt man weiter den zweiten Absatz der Stützwand hier zum Gütergleis frei. Mehr hat man noch nicht gemacht und hinten bereitet man das Bett für den Ober- und Unterbau vor. So, und wenn ich das jetzt hier mal noch mal versuche größer zu machen, so, dann könnt ihr links auf dem Tanklagergleis eine Siemens Smartron Dual Mode Lokomotive sehen. Also das ist es, oh Gott, zweite oder dritte Mal, dass ich so eine jetzt sehe. Und hier jetzt auf dem Tanklagergleis das erste Mal. Welche Loknummer das ist, kann ich euch noch nicht sagen. Sie hat einen Kesselwagenzug gebracht. Die Lok wird jetzt sicherlich LZ irgendwo anders hin verschwinden. Ja, und der Kesselwagenzug wird dann sicherlich morgen oder übermorgen mit was anderem oder auch mit der Lok abgeholt werden, aber wann weiß ich nicht. So, wie gesagt, wie jetzt hier das Prozedere sein wird mit der Abfahrt, kann ich euch nicht sagen. Ich denke mal, jetzt wird erstmal die S-Bahn aus Attila-Straße zurückkommen, weil die muss weg sein, denn sonst kommt die Lok nicht rüber auf den Fernbahnabzweig. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie sicherlich jetzt hier nach dieser S-Bahn lostuddeln wird. Und wenn die los, raus, weg ist, ja, also die S-Bahn, dann wird sicherlich die Lok Richtung Tempelhof dann entschwinden. Welche das jetzt hier ist, wie gesagt, ich schaue gleich mal. Ja, und zur Siemens Vectron Dual Mode. Sie ist nun mal halb Diesel-Lok, halb E-Lok. Die technischen Daten werde ich bei diesem Video unten drin verlinken. So, für diejenigen, die da nachgucken wollen, könnt es dann gerne machen. So, jetzt kommt gleich die S-Bahn durch. Ich denke mal, jetzt wird sie gleich entschwinden, weil bei den S-Bahnen ist ja Zugkreuzung in Marienfelde und jetzt wäre ja eigentlich noch Zeit. Also anscheinend lässt man doch noch ein S-Bahn-Paar ab. Also sprich jene S-Bahn nach Attila-Straße, die da hinten kommt. Und dann nach einer Wendezeit von 2-3 Minuten, die dann wieder zurückfährt. Gut, das ist dann für mich mal die Zeit, auf die andere Seite zu. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. So, im Hintergrund kann man noch in dem Lärmschutzkanal
die S-Bahn nach Attila-Straße fahren sehen. So, dann kommt die Lärmschutzwand. So, dahinter ist dann die im Aufbau befindliche Schallschutzwanne zu erkennen. Das ist im Gegensatz zu dem letzten Video wesentlich mehr geworden, was man hier jetzt sieht. Ja, und rechts daneben seht ihr den Kesselwagenzug, der mit Heizöl oder Diesel beladen ist. Gefahrgutkennzeichnung 301202. Sind insgesamt 22 Wagen. Und alle diese 22 Wagen sind voll. So, jetzt geht's wieder zurück auf die andere Seite, weil, wie gesagt, die Dual Mode Vectron möchte ich eigentlich schon noch mal abfahren sehen. So, Freunde der Nacht, die Weiche ist hier gestellt. Machen wir mal ein bisschen größer. Ja. Jetzt kommt sie ins Bild oben rechts. Das ist 248021 von Northrail. Wer die im Moment gemietet hat, kann ich euch nicht sagen. So, und wenn ihr dann mal guckt, da im Hintergrund fährt schon die S-Bahn, die darf jetzt hinter der Dual Mode Vectron hinterher tuddern. Ja. Und das war es jetzt erstmal, wie gesagt, von mir hier vom Tanklager, vom Tschichauweg. Ich wünsche euch was. Hasta la vista. Bye, bye.